Frauenmahnwache vor dem Eingang zum Landtag. Dass die CDU plötzlich statt der ehemaligen Staatssekretärin Friedelinde Gur-Hirsch den relativ unbekannten Backnanger Abgeordneten Wilfried Klenk in den Kandidatenring beförderte, hatte nicht nur weiblich parteiübergreifend für Diskussionen und Unmut gesorgt. Ein wenig Spannung deshalb während des Abstimmungsprozederes. Der vorgeschlagene CDU-Kandidat, zwar der einzige Vorschlag und den Gepflogenheiten folgend, parlamentarisch als Gesetz geltend, trotzdem gibt es Proteststimmen. Am Ende dann bei 127 Zetteln das erwartete Endergebnis. Auf den Wahlvorschlag der Fraktion der CDU, Herrn Abgeordneten Wilfried Klenk, entfielen 90 Stimmen. Mit Nein haben 5 Abgeordnete gestimmt, 10 Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten. Auf andere Namen entfielen 22 Stimmen, 21 Stimmen für Frau Gur-Hirsch und eine für Lösch. Sieg zwar für Klenk, aber 21 Stimmen für Gur-Hirsch bei insgesamt 28 weiblichen Abgeordneten. Ein deutliches, ein bemerkenswertes parteiübergreifendes Protestzeichen. Das ist auch dem neuen Parlamentspräsidenten jetzt durchaus klar. Und er geht in seiner Antrittsrede deshalb gleich in die Offensive. Ich rede nicht drum herum. Die Entscheidung meiner Fraktion, einen Mann für das Amt des frei gewordenen Posten des Landtagspräsidenten zu nominieren, hat in den vergangenen Tagen und bis heute teils sehr kritische Reaktionen hervorgerufen. So ist Demokratie. Das gehört dazu, genauso wie Wahlen. Wesentlich war, die Kritik ging nicht ins Persönliche. Meine Person wurde von niemand in Frage gestellt. Deshalb sei das Fundament seines Wirkens unbeschädigt. Und unbeschädigt müsse das Amt jetzt auch einmal sein, nach dem bereits zweiten Wechsel innerhalb der Legislaturperiode. Wir alle wissen, wie die Wechsel zustande gekommen sind. Aber ich denke, wir alle spüren auch, dieses Amt braucht jetzt Kontinuität, damit seine Bedeutung nicht erodiert. Mein Bestreben wird deshalb sein, es seiner Bestimmung gemäß mit der gebotenen Neutralität auszuüben. Und die vornehmste Pflicht dabei ist natürlich, die Rechte des Parlaments zu wahren. Hier hob Klenk auf den Rücktritt des Wohlvorgängers Willi Stechele ab, der den verfassungswidrigen NBW-Deal von Stefan Mappus am Landtag vorbei abgesegnet hatte. Um unsere Glaubwürdigkeit und unser Ansehen zu festigen, müssen wir Abgeordneten uns immer wieder aufs Neue bewusst machen, von wem wir unsere Mandate eigentlich bekommen haben. Von den Bürgerinnen und Bürgern. Sie haben ihr Vertrauen in uns gesetzt und uns gewählt. Ihnen allein sind wir verpflichtet. Er wolle deshalb ein neutraler Präsident der Bürgerinnen und Bürger sein, mit der vordringlichen Aufgabe, Politik zu erklären, sowie die Gestaltungs- und Mitsprachemöglichkeiten aufzuzeigen, die die Menschen heute immer stärker einforderten.